Kopfbahnbefürworter. Als ich vor 11 Jahren aus Köln nach Stuttgart kam, da sagten alle meine Freunde: oh Gott, du Arme, warum gerade dahin? Ich kannte Stuttgart damals nur aus Erzählungen, wusste, da gibt es viele Autos, die Kehrwoche, den schwäbischen Dialekt und, naja, ist eine kleine Großstadt im Süden von Deutschland. Schließlich bin ich dann nach Gislach gezogen und habe nach und nach die Stadt entdeckt und sehr schnell auch lieben gelernt. Zum Beispiel die Natur, die in die Stadt reinwächst, die vielen Steffele und dass auch noch Geld für Kultur da war. Anders als in Nordrhein-Westfalen. Und ich sagte zu meinen Freunden: Stuttgart ist eine gute Stadt. Man kommt vom Rathaus über den Schlossplatz und weiter durch den gesamten Schlossgarten mit seinen jahrhundertealten Bäumen bis an den Neckar. Das ist toll. Kurz gesagt, Stuttgart ist meine zweite Heimat geworden. Habe ich Angst, diese Heimat zu verlieren. Denn wenn Stuttgart 21 kommt, werde ich wegziehen. Und warum? Die Vorstellung, 25 Jahre auf einer Baustelle, einer Großbaustelle, mitten im Herzen der Stadt zu leben, ist eine Horrorvorstellung für mich, meine Damen und Herren. Und wenn man das ignorante Verhalten der Politiker hier beobachtet, bekommt man den Eindruck, dass die denken, von Stuttgart 21 sind doch nur diese Bürger betroffen, die in dieser Stadt leben, atmen, arbeiten, sich erholen und auch noch so dumm sind, die Zeche für diese Großbaustelle mit ihren eigenen Steuern zu bezahlen. Dass es auch anders geht, kann ich nun aus meiner alten Heimat Köln berichten. Auch die Kölner haben ein Prestigeobjekt von der Politik geschenkt bekommen. Den Bau einer weiteren U-Bahn-Linie mitten durch die Stadt, die keiner wollte, keiner brauchte. Die geplanten Kosten explodierten von geplanten 6 Millionen auf bis zu 1 Milliarde Euro. Und das wird auch in Stuttgart nicht anders sein. Doch dann passierte ein tragisches Unglück. Das Kölner Stadtarchiv stürzte ein. 2 Menschenleben forderte das und der damalige OB trat daraufhin zurück. Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Auch hier in Stuttgart höre ich immer wieder Planer und Politiker sagen: Hier kann uns so etwas nicht passieren. Während dieser Ereignisse waren die Kölner zusätzlich von dem geplanten und genehmigten Abriss sowie Neubau ihres Schauspielhauses betroffen. Auch da kam es zu einer Kostenexplosion von 230 auf 360 Millionen Euro und der Widerstand und Protest innerhalb der Bevölkerung wurde immer größer. Dennoch hielt man aber seitens der Politik zunächst an den Plänen fest. Doch diese ganzen Geschehnisse haben doch so viele Bürger aufgerüttelt, dass es zu einem Bürgerbegehren kam in Köln, wo 50.000 Unterschriften gesammelt wurden, nämlich für die günstigere Sanierung des Schauspielhauses
und nicht den Abriss. Und dies, liebe Mitbürger, führte in Köln dazu, dass im Gegensatz zu Stuttgart bei der Politik tatsächlich ein Umdenken einsetzte und der geplante Abriss tatsächlich gestoppt wurde. Und nun meine wichtige Botschaft für heute: Was können die Politiker daraus lernen? Nehmt endlich den Protest der Bevölkerung wahr. Ihr seid Volksvertreter, die vom Volk gewählt sind. Ihr sollt für das Volk und sein Wohlbefinden sorgen und nicht für eure persönlichen Eitelkeiten. Reicht denn ein Bürgerbegehren von 67.000 Unterschriften als Zeichen für euch nicht aus? Habt ihr denn nicht den Aufschrei der Bevölkerung bei der Gemeinderatswahl gehört? Was soll denn noch alles passieren, damit ihr die Wähler endlich mal ernst nehmt? Und was können wir, die Bürger dieser Stadt, daraus lernen? Wartet nicht ab, bis es zu spät ist. Resigniert nicht, begehrt auf, mobilisiert die Bevölkerung, schützt die Bäume im Park. Wartet nicht, bis hier die Häuser in die Tunnelröhren stürzen. Und wenn jeder nächsten Montag weitere Bürger und Bürgerinnen mitbringt, wenn der Widerstand zahlenmäßig weiter wächst, kann Stuttgart 21 noch gestoppt werden? Stuttgart 21 ist noch nicht gelaufen. Vielen Dank. Weimar, du siehst, was du hier angerichtet hast. Die Leute sind begeistert. Toll. Vielen Dank. Ja, jetzt möchte ich Ihnen und euch auch noch unsere aktuelle Montagsdemonstrantenschätzung verkünden. Also wir schätzen so um die 5.000 sind wir heute. Demnächst werden wir noch mehr. So. Noch was in eigener Sache, es kommt Stereotyp jeden Montag für Montag, aber es ist einfach wirklich wichtig. Sie wissen, wir sind vom Aktionsbündnis auf Ihre Unterstützung angewiesen. Nicht nur die ideelle und die zahlenmäßige Unterstützung, sondern auch die finanzielle. Deshalb meine Bitte an Sie, spenden Sie jetzt hier direkt oder über unsere Homepage unter www.kopfbahnhof-21.de können Sie unsere Kontonummer erfragen. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Dankeschön. Am kommenden Donnerstag, also in wenigen Tagen, findet ja die Gerichtsverhandlung in Sachen Dübbers gegen Deutsche Bahn AG statt. Ich will dazu jetzt hier nichts sagen, aber vielleicht sollten wir alle am Donnerstag früh dem Herrn Dübbers mal alle zur Verfügung stehenden Daumen drücken. Und wer weiß, vielleicht hilft es was.